Hallo ihr Lieben, wir basteln heute diese Flip-Flap Shutter Card. Einmal mit diesem coolen Zweiermechanismus und briefumschlagtauglich und einmal in einem größeren Format und mit einem Dreiermechanismus. Und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir gleich. Gleich vorneweg, ich habe dieses Mal mir keine Maße selber ausgedacht, sondern ich bastle heute einfach nach. Ich habe das von zwei unterschiedlichen Quellen, die Maße. Einmal jetzt die Karte, die wir jetzt basteln, mit dem Dreifachmechanismus von Steffi, Papier mit Herz. Das machen wir als erstes und danach sage ich euch dann noch, von wem ich die zweiten Maße übernommen habe. Ich bastle jetzt diese Karte mit dem Dreiermechanismus, mit diesem Papier hier. Ich sage euch auch gleich die Maße. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Block, wie ich finde, weil wir hier oben so blau foliertes Papier mit dabei haben. Also zum Beispiel hier seht ihr das. Ich mag es nicht so, deshalb finde ich es auch sehr, sehr schwierig. Außerdem finde ich, dass die Papiere teilweise nicht so super gut harmonieren. Also manche kann man sehr gut kombinieren, manche finde ich echt schwierig. Und ich wollte jetzt aber einfach mal hier wieder rausbasteln, damit einfach auch die Papiere, die ich noch einigermaßen schön finde, also die ich schön finde, weil ich habe den Block ja gekauft, weil ich ihn schön finde, ja, die möchte ich jetzt auf jeden Fall mal rausbasteln und den Rest muss ich mal gucken. Das Tolle ist, dass dass die Rückseite weiß ist, sodass ich auch immer hier das als weißen Cardstock verwenden kann, weil das ja so ein ganz spezielles Weiß ist. Aber jetzt nicht lange um den heißen Brei geredet. Wir brauchen jetzt hier einmal drei Papiere. Und da habe ich jetzt die Rückseite zum Beispiel von dem hier genommen. Das sieht man nachher nicht mehr. Drei Papiere mit den Maßen 20 x 12 cm. Und dann habe ich mir hier nochmal drei Papiere herausgeschnitten mit den Maßen 12 x 7,5. Das hier, wenn ihr euch fragt, wo das herkommt, das ist aus so einem Kartenmotiv. Wartet mal, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, wenn ich es schnell finde. Hier, da habe ich jetzt das genommen mit der Folierung, das habe ich mir einfach weggeschnitten. Weil ich fand, das passt nämlich sehr, sehr schön zusammen und das harmoniert auch von den Blautönen her. Genau, also dieses Papier finde ich echt schön und das müssen wir uns jetzt vorbereiten. Also das hier wird meine Vorderseite. Das hier wird meine Rückseite und das hier kleben wir nachher so aufeinander. Das wird dann die Verstärkung von diesem Teil hier. Hier müssen wir uns aus diesen zwei Papieren, das hier legen wir uns auf die Seite, müssen wir uns jetzt erstmal einen Rahmen rausschneiden. Und das mache ich jetzt ganz oldschool mit einem Geodreieck und einem Bleistift. Wenn ich mein Geodreieck finden würde, ach, da ist es doch. So, und da müssen wir jetzt einfach einen Rahmen uns markieren bei 1,5 cm rundherum. Das heißt, ich zeichne mir das jetzt hier einmal an. Also ich gehe jetzt erstmal hier so ganz grob erstmal entlang, damit ich weiß, wo ich aufhören muss. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, einmal rundherum. Und das kann ich mir dann nachher mit dem Cuttermesser einmal ausschneiden. Ich nehme mir fürs Ausschneiden jetzt einfach ein Metalllineal und ein Cuttermesser. Damit geht es am einfachsten. Ihr könnt aber theoretisch auch euren Papierschneider nehmen, wenn ihr den habt. Und könnt es auch viel schneller dann damit machen. Das wäre jetzt mein Rahmen Nummer 1. Jetzt mache ich noch den Rahmen Nummer 2 und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, den Rahmen habe ich schon mal, das sind die zwei Reststücke, die können wir auf die Seite legen. Jetzt widmen wir uns noch diesen Schätzchen hier und das hier wird ja unsere Rückseite. Also wenn man das dann hier so benutzt,
Ja, dann ist das eben auch hinten schön die Karte. So, also das hätten wir schon mal zugeschnitten. Jetzt geht es um diese Schätzchen hier. Dafür nehme ich jetzt mal einen Papierfalzer. Und jetzt müssen wir ganz genau aufpassen. Jetzt falzen wir erstmal von links, also wir legen es an der langen Seite an und wir falzen hier mit, ihr könnt auch theoretisch ein Lineal und ein Falztool nehmen. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal 1,5 von beiden Seiten. So, dann legen wir das Ganze an bei auf die kurze Seite und legen das an bei 2 cm und da ziehen wir komplett durch und dann drehen wir es noch mal um und jetzt legen wir uns das nochmal an bei 1,5 cm. Und da falzen wir jetzt nur bis zu der Querfalz hier. Oben und unten. So sieht das Ganze dann aus. Könnt ihr das sehen? Ja, ich denke schon. Hier sieht man es eigentlich relativ gut, wenn ich genau so still halte. So, das machen wir jetzt auch nochmal mit allen dreien. Ich mache noch einmal mit euch und dann denke ich, dürfte das klar sein. Also wir legen bei 1,5 cm an der langen Seite, auf beiden Seiten einmal. Dann einmal an die kurze Seite. Und wenn man den Bogen mal raus hat, dann hat man ihn raus bei 2 cm. Und dann nochmal drehen, nochmal bei 1,5 cm anlegen und dann eben nur bis zur Falzlinie. Hier sieht man es jetzt nicht ganz so gut. So, und wenn das geschafft ist, nehmen wir uns jetzt unsere kleinen Stückchen Papier und ich versuche es jetzt auch so hinzuhalten, dass wir das sehen. Hier ist ja die Falzlinie und wir schneiden jetzt so, dass die Falzlinie mit ausgeschnitten wird. Denn das innere Stückchen schneiden wir jetzt einmal raus. Und wir wollen die Falzlinie ja nicht hier stehen haben. Deshalb schneiden wir das mit raus. Sowohl links als auch rechts. So. Ich habe jetzt extra die große Schere genommen, weil ich die Hoffnung habe, dass ich damit gerade schneide. So, und dann schneiden wir das gerade raus. Das Reststückchen können wir noch aufbewahren, wenn wir wollen, oder wir werfen es weg. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. Und jetzt haben wir ja hier dieses Quadrat hier. Das möchten wir lassen. Das ist jetzt quasi nochmal so eine Lasche. Und da schneiden wir jetzt einmal schräg ein und schneiden auch wieder so, dass die Klebelasche nicht sichtbar ist. Und wir das mit rausschneiden, einmal hier so ein Eckchen raus. Hier in der Innenseite muss es gerade bleiben. Das ist wichtig. Und auch hier wieder die Falzlinie mit wegschneiden. Und dann sieht das Ganze so aus. Das habe ich mit diesen Zweien hier natürlich auch schon gemacht. Und dann haben wir die Vorbereitungen theoretisch schon abgeschlossen und können loslegen mit Kleben. Ich habe mir jetzt hier noch diesen Reststreifen, den ich dachte, dass ich den erstmal auf die Seite lege, jetzt nochmal genommen. Eigentlich wollte ich ein Band benutzen, aber warum sollte ich das denn wegwerfen? Ich nehme jetzt ein Falzbein und benutze jetzt einfach das Papier und bereite das schon mal so vor, dass das quasi wie mein Stoffband hier funktionieren kann. Und damit sich das nicht so arg knickt, versuche ich jetzt mal die Papierfasern so schön wie es geht einmal zu dehnen und zu strecken. So sieht das Ganze dann aus. Das kann ich nachher noch ein bisschen kürzer machen, denn das mache ich jetzt hier zwischen meinen Rahmen und dann passt das nämlich auch farblich sehr schön. Habe ich mir so gedacht. Ich schneide hier aber trotzdem noch mal ein bisschen ab. Den ganz so viel brauchen wir dann auch nicht. So, das wird jetzt einmal erst zusammengeklebt.
Und dann wird das dann hier zwischen den Rahmen, noch zwischen dem Rahmen hier befestigt. So, also auf diesen Teil hier bringe ich mir jetzt Kleber drauf und schaue jetzt, dass das ungefähr mittig da drauf liegt. Könnte die Mitte sein, oder? Was meint ihr? Ich habe heute vielleicht ein bisschen einen Knick in der Optik. So vielleicht, ne? So sieht die Sache doch ganz gut aus. Und da kommt jetzt auch nochmal Kleber drauf. Ups. So, und dann kommt hier überall noch Kleber hin. Jetzt kommt meine Rückseite ins Spiel. Jetzt lege ich mir das nochmal aufeinander. So. Und dann markiere ich mir jetzt hier mit meinem Bleistift die rechte und die linke Seite einmal. Und dann können wir nämlich uns diesen Zwischenteilen einmal widmen. Und zwar klappe ich hier einmal das hier hoch. Und das hier kann ich mir auch schon mal hochklappen. Das mache ich bei allen schon mal. Dann muss ich das nachher nicht machen. Das hier kommt nachher in die Mitte übrigens. So, und jetzt richte ich mir das hier, das erste Papier, richte ich mir jetzt so auf. Das ist jetzt hier diese Seite mit den 2 cm, also hier ist diese angeschrägte Seite und hier ist die längere Lasche. Und diese längere Lasche, die richte ich mir jetzt hier aus an dieser Linie. Und dann mache ich mir hier Kleber drauf, wenn das alles so passt. Guck auch, dass es oben und unten schön passt. Na, oh, jetzt bin ich verruckelt. Und dann klappe ich mir die einmal um. Die werden nachher einfach abgeschnitten. Das ist jetzt halt einfach, ups, einfach drüber. So, perfekt. Noch ein bisschen nach unten. So, wunderbar. Dann kommt das nächste. Das wäre jetzt in dem Fall dieses hier. Und das richte ich mir jetzt auch hier an. Das biege ich nach oben übrigens. Das richte ich mir jetzt so an, dass ich hier noch so eine kleine Spalte habe. Könnt ihr das sehen? Also da muss ein bisschen Luft dazwischen sein. Nicht arg, aber so ein bisschen. Und wenn das ist, klappe ich mir die Seiten wieder um. Dann kommt Kleber drauf. Huch, da ist noch was, was nicht hier sein soll. So, und wenn das nochmal kontrollieren, wenn das passt, klappe ich das zur Seite und klappe das hier um. Kann ich es wieder zurück klappen und jetzt machen wir das Ganze noch mit dem. Und das richte ich jetzt einmal hier an der Außenlinie aus. So ist es einfacher. Da kann ich jetzt auch schon mal meinen Kleber drauf tun. Ausrichten. Und einmal runterklappen. Jetzt nehme ich mir das Ganze, nachdem das wirklich schön ausgetrocknet ist und dann kann auch nichts mehr verrutschen. Dann nehme ich mir das und schneide jetzt hier noch hier die Überstände ab. Das ist das Erste. Und jetzt habe ich das ja hier so vor mir liegen. Muss ich gerade kurz überlegen. Das ist die Seite, die dann hier rüber zeigt. Jetzt klappe ich mir einfach diese Laschen hier einmal nach oben. Da kommt jetzt Kleber drauf.
So, dann kann ich mir das Ganze jetzt einmal zusammenkleben. Ich richte mir das wieder schön aus. Jetzt kann ich hier auch noch mal schauen, ob alles passt. Kann hier jetzt auch noch mal mit dem Falzbein nachfahren. Aber das müsste jetzt eigentlich alles schön aufeinander kleben. So, und wenn ich jetzt hier einmal die Karte festhalte, kann ich jetzt hier einmal, ha, da ist auch was, kann ich hier jetzt auch einmal das Ganze rauf und runter ziehen. Den Strich hier, den machen wir natürlich jetzt weg, weil den wollen wir ja nicht hier haben. Das wäre sehr unschön. So, also den Mechanismus haben wir jetzt schon mal. Das ist ja unsere Vorderseite hier. Und jetzt kann man eben überlegen, wie wollen wir es denn machen? Und die meisten Shuttercards gehen wirklich so nach oben und nach unten. Ich möchte das Ganze jetzt aber so dekorieren, dass man das hier der Länge nach hoch und runter ziehen kann. Ich werde das jetzt außerhalb der Kamera einmal ausdekorieren. Ihr seht ja dann, wie das Ganze funktioniert. Ich denke, wie man den Mechanismus bastelt, das ist interessanter. Die zweite Karte können wir dann gerne noch zusammen dekorieren. Und die hier seht ihr dann am Ende. Ich zeige euch dann beide Varianten nochmal. Und deshalb würde ich jetzt sagen, gehen wir zum Materialpaket von der zweiten Karte einmal über. Ihr Lieben, eigentlich habe ich euch angekündigt, euch die fertige Karte am Ende zu zeigen. Aber, was soll ich sagen? Ich hatte irgendwie so Lust, jetzt das Ganze zu dekorieren und mal einfach zu schauen, wie das denn aussieht. Deshalb zeige ich es euch jetzt doch gleich sofort. Also ich habe hier jetzt nochmal weißen Cardstock aufgeklebt, damit das dann doch nicht so dieses Papier sich doch noch ein bisschen abhebt und nicht so präsent ist, sonst wirkt es mir fast zu düster. Dann habe ich hier ein ganz altes Stempelset benutzt, nämlich dieses hier. Das war mal in der Celebration von Stampin' Up. Und dazu gab es diese Handstanze. Man kann es aber theoretisch auch selber ausstanzen. Gar keine Sache. Damit habe ich die Blümchen dekoriert. Da habe ich auch den Spruch raus. Und das hier ist eine Stanze von, die benutze ich ja eigentlich immer mal wieder. Wartet mal, ich zeige es euch. Von Craft Emotions, das ist die hier. Magic Pearl heißt die. Ist, glaube ich, auch in meinem Amazon-Link verlinkt. Ja, müsste eigentlich. Genau, also damit habe ich es jetzt dekoriert. Auch mit dem Hintergrundstempel und so, da habe ich es ein bisschen aufgelockert. Und ich habe echt gesucht, ob ich irgendwas finde, wo auch die Hortensie mit dabei ist. Merkt ihr was? Oh, ich wusste die Blume. Wahnsinn. Also auf jeden Fall habe ich jetzt damit dekoriert, weil ich fand das dann doch irgendwie so am ähnlichsten von allem. Wobei jetzt das Papier auch gar nicht mehr so in den Vordergrund tritt, finde ich zumindest. Ich finde, es fügt sich schön ein. Und dann können wir eben hier einmal diesen Mechanismus verwenden. Und auch da habe ich jetzt nochmal hier dieses Kreiselement aufgegriffen und habe hier die Blümchen nochmal hingeklebt. Hier allerdings jetzt flach, weil sonst steht die Karte höchstwahrscheinlich so ein bisschen ab. Tut sie sowieso ein bisschen. Aber hier kann man es theoretisch noch ein bisschen hochbiegen. Und wer mag, kann da zum Beispiel auch noch einen Nuvo-Drop reinmachen. Mache ich wahrscheinlich auch noch. Ja, werde ich bestimmt noch machen. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Also hier. Mega, oder? Es ist jetzt nicht so mein hundertprozentiger Favorit, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich finde die Karte schön, aber ich glaube, es liegt einfach am Block. ich weiß jetzt irgendwie doch nicht so richtig, ja, was ich jetzt damit anstellen soll. Ich finde ihn sehr herausfordernd, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Kreativ herausfordernd. Aber ich glaube, ich habe das Beste draus gemacht. Und jetzt labere ich nicht länger rum, sondern jetzt basteln wir noch die zweite Karte und ich zeige euch hierfür das Materialpaket. Sodala, also das ist jetzt die Anleitung nach Stempelprisma. Und das ist jetzt halt ein bisschen anders von den Maßen her, aber theoretisch ist die Machart die gleiche.
Also ich habe jetzt auch hier wieder drei Papiere und zwar hat diese so gemacht, dass wir hier ein Standardmaß haben, also mit 14,5 mal 10,5, das Ganze dreimal. Somit können wir es eben theoretisch auch in den Briefkasten reinschmeißen und als Brief versenden. Hier geht es natürlich nicht, das sind 20 Zentimeter. Das passt auch so nicht in den normalen DIN-langen Umschlag rein. Schade eigentlich, aber so ist es halt jetzt. Deshalb zeige ich euch auch, wie gesagt, noch die Variante, weil ich einfach zum einen das ganz cool finde, dass es nur zwei Klappen sind und zum anderen, dass man es eben mit der Post verschicken will. Und jetzt möchte ich den Mechanismus tatsächlich so machen, dass man ihn nach oben hinweg aufklappt, also quasi so. Da habe ich es mir erst überlegt, ob ich es da machen soll, aber da fand ich es dann doch hier so rum irgendwie ansprechender. Aber ich glaube, bei der kleinen Karte ist hochgradig schmeichelnder. Also, wir fangen jetzt erstmal an. Wir nehmen uns zwei Stück von diesen hier. Und dann haben wir noch, nee, das machen wir als erstes. Jetzt machen wir erstmal die zwei. Das eine lege ich zur Seite, das ist ja hinten meine Rückseite. Und wir machen uns jetzt hier auch einen Rahmen. Und dafür nehme ich jetzt hier einmal meinen Bleistift und wieder mein Geodreieck und gestalte mir das jetzt folgendermaßen. Also das, man könnte es ja wie gesagt auch mit dem Papierschneider machen, aber die Papierklinge, die ist so schlecht. Ich mache das bei 1,5 cm ringsrum auf beiden oder mit beiden Papieren. Und das mache ich jetzt auch ohne euch wieder, denn das dauert sonst echt ein ganz schönes Weilchen. Und ich glaube, das langweilt euch auch. Und deshalb mache ich es ohne euch. Bis später. So, bevor ich jetzt schneide, noch ganz kurz. Ich habe mir jetzt hier einfach dieses Klebeband hier genommen, habe das ein paar Mal über meine Haut gezogen und habe das jetzt festgeklebt. Deshalb mache ich das jetzt so in einem Abwasch. Also rate ich euch auch. Ich denke, dass das gut funktionieren wird. An dieser Stelle hier habe ich mich ein bisschen verschnibbelt, da allerdings nicht. Das heißt, ich werde das jetzt einfach so umdrehen. Ja, da ist ein kleiner Fleck drauf. Da ist auch ein Fleck drauf. Och nee, wo kommen jetzt die Flecken hier? Aber so kann ich es nicht lassen. Ihr Lieben, den Rahmen habe ich jetzt schon mal und jetzt nehme ich mir ein Stückchen Band. Das kommt dann hier so als Lasche hin. Diesmal nehme ich tatsächlich Band, weil ich denke, dass das für die Post ein bisschen besser ist, wenn sie es einfach verklebt. Und das kommt jetzt dann da gleich da noch so rein. Das mache ich mir, glaube ich, schon mal mit Klebeband einmal fest. Damit das schon mal gut hält und dann kommt nachher noch der Kleber drüber. Heute will es mir irgendwie nicht so ganz von der Hand gehen. Ja, und jetzt nehme ich mir einfach hier doppelseitiges Klebeband, klebe mir das einmal hin, dann ziehe ich die Trägerfolie ab und kann mir das dann hier einmal so ankleben. Und damit das natürlich nachher nicht wegrutscht, muss ich natürlich dann nochmal eine Lage drüber machen. Ihr könntet auch jetzt Flüssigkleber nehmen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt noch mal eine Lage hier einfach über das Band drüber. Dann hält das auf jeden Fall sicher. Dann kann man dran reißen, wie man mag. Trägerfolie auch hier noch mal ab und dann kann ich mir den ganzen Rahmen einmal noch mit Kleber einstreichen, damit das Ganze dann eben auch überall an
jeder Stelle dann einmal schön haftet. Und so ist der Rahmen eben schön verstärkt. Gerade wenn ich den Mechanismus betätige, ist es eigentlich ganz praktisch, wenn das dann nicht so rumlabbert. Jetzt kommt eben auch wieder die Rückseite ins Spiel. Ich lege mir meinen Rahmen aufs Papier und übertrage mir links und rechts einmal die Maße von dem Rahmen, damit ich weiß, wo ich nachher den Mechanismus ansetzen muss. So, das habe ich jetzt mal zur Seite gelegt. Das brauchen wir nachher dann. Jetzt habe ich mir noch meine zwei Streifen Papier in 10,5 x 7 cm genommen. Und das werden dann die Klappen. Und dafür müssen wir jetzt aber auch wieder falzen. Wir legen das Ganze an der langen Seite und falzen bei 1,6 cm beidseitig und dann drehen wir das Ganze auf die kurze Seite und falzen bei 1,5 cm. Wir drehen uns das Ganze und jetzt machen wir das, Achtung, wieder nur bis bei 1,5 cm bis zur Querfalz. cm von beiden Seiten an der langen Seite und 1,5 cm an der kurzen, umdrehen und auf der anderen Seite wieder nur bis zur Querfalz. Und auch hier müssen wir jetzt wieder einschneiden. Ich glaube, ich habe jetzt echt genug geübt. Die machen wir jetzt mit dem schönen Café Constanze Material, habe ich mir jetzt gerade so gedacht. Und ich habe noch ganz viel hier an kolorierten Motiven auch rumliegen. Die möchte ich ja auch mal aufbrauchen. Und dann machen wir das jetzt einfach hier mit. So, das hier ist jetzt einmal vorbereitet. Jetzt müssen wir hier die Klebelaschen einmal noch hochknicken und auch gleich noch falzen, damit die auch wirklich schön aufliegen nachher und flach sind. Das habe ich, glaube ich, bei der anderen nicht so gründlich gemacht. Aber hier mache ich es jetzt tatsächlich mal und drücke das Papier richtig schön an der Falz runter. Das eine war ja auch sozusagen meine Übungskarte. Oder ihr wisst ja, dass ich meistens einfach so drauf los bastle und dann nicht noch lange vorher nochmal übe. Wenn es schief läuft, dann läuft es schief. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen hier auffällt, also wahrscheinlich liegt es an mir, weil ich nicht sauber gearbeitet habe, ist, dass hier und da unten irgendwie noch so ein bisschen rausschaut. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel abgeschnitten, aber das ist total schwierig gewesen, hier überhaupt den weißen Kartstock zu sehen, wo da die Falz ist. Aber wir testen jetzt mal. Okay. Also ihr Lieben, Fehler gemacht. Das muss natürlich hier ausgerichtet werden, weil das sonst ja nicht aufklappt. Ei, bin ich blöd. Das hier können wir uns nachher aber wieder verschönern. Aber wir können das Ganze retten. Wir machen das jetzt so. Wir biegen uns das jetzt hier so ein bisschen hoch. Jetzt müssen wir eben improvisieren. So ein bisschen zumindest. Ich richte mir das jetzt hier aus und klebe mir das jetzt hier so einmal drauf. Könnt ihr jetzt schlechter sehen, aber
So, die Höhe muss es sein. Noch einen Ticken höher. So. Wir gucken mal noch mal. Ein Ticken rüber noch. Wir kriegen die Karte gerettet. Ich richte mir das jetzt aber trotzdem hier aus, an diesem Strich. Komme, was wolle. Sonst sieht es sehr komisch aus. So. Und da bin ich jetzt echt Gott froh, dass ich hier Flüssigkleber genommen habe und kein Klebeband. So, jetzt habe ich hier nämlich einen gleichmäßigen Schlitz und hier habe ich immer noch einen Schlitz. Aber es ist okay. So, jetzt zumachen einmal. Wir dekorieren es ja nachher noch, dann fällt das gar nicht so arg auf. Und jetzt funktioniert mein Mechanismus. So, und weil mir das hier eben mit den Übergängen hier nicht so gefällt, weil ich da ein bisschen unsauber gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, boah, das kann ich ja einfach überkleben. Ich habe mir jetzt hier das A4-Papier von Café Constanze genommen, in diesem schönen Rosaton. Habe mir das ausgemessen. Das sind jetzt bei mir 7,3 x 5,5 cm. Und warum auch immer, wahrscheinlich damit ich, ja, hier möchte ich dieses eine Stückchen hier überblenden. Deshalb ist das hier jetzt 5,6 cm. Und dann gibt das ein relativ schönes Bild jetzt hin. Seht ihr das? Also man kann vieles auch einfach retten. Aber ich mache jetzt nicht den Fehler und klebe das gleich drauf, denn ich dekoriere mir das jetzt erstmal aus. Ich habe ja gesagt, ich habe so viele Motive, die ich zum einen ausgeschnitten habe und zum anderen aquarelliert habe. Hier zum Beispiel, hier sind die ganzen ausgeschnittenen Sachen. Ich glaube, ich habe euch das auch schon mal hier so in die Kamera gehalten, als ich mit euch die Ostergarten-Serie ausgepackt habe. Und da sind jetzt noch so Kärtchen drin, das ist noch von Weihnachten. Aber das habe ich jetzt da einfach reingetan in ein paar Doilies. Und das da ist auch noch was, mit dem ich was vorhabe. Da ist was der Heißkleber abgegangen. Naja, egal. Auf jeden Fall, hier sind die ganzen Motive, die ich hier mit Aquarellstiften bearbeitet habe. So, koloriert habe. Und ich dachte mir, ich mache ja auch wieder eine Geburtstagskarte. Nehme hier einfach mal den Kuchen. Und dann das Stempelset dazu. Jetzt muss ich mir natürlich das dann nur so ein bisschen ausrichten, wie ich das nachher haben möchte. Ich dachte mir, wir machen jetzt erstmal hier. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich es wahrscheinlich so hinmache. Und dann hier unten den Spruch Konfetti mit Kuchen. Und hier dann noch so ein bisschen, oder machen wir das hier so hin? Auf jeden Fall stempel ich das dann nachher. Konfetti und Kuchen. Und dann dachte ich mir, mache ich hier noch mit diesem Stempel hier noch so ein bisschen Konfetti hier oben hin. Ich weiß allerdings noch nicht, wie es aussehen wird. Gucken wir mal. Ich bin jetzt auch erst noch am Überlegen, ob ich Kuchen noch hier in diesem Kursiven hier nehmen soll. Aber dann sieht es wahrscheinlich nicht mehr ganz so super dolle aus. Nicht mehr so einheitlich. Oder wir nehmen zuckersüße Größe, weil hier sind ja so Zuckergusssachen drauf. Nee, wir bleiben schon dabei. Ich denke, wir nehmen das. Und dann, wenn wir das wenden, machen wir dann für dich, soll es Konfetti regnen, lass dich feiern. Und dann haben wir das theoretisch dann so einheitlich. Dachte ich mir. Und dann können wir ja vielleicht auch nochmal diesen Kranz hier mit dem Herzchen da rein stempeln. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Aber ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Was ich jetzt erstmal mache, ist das hier unten. So. Das lege ich mir mal so hin.
Und ich denke, das werde ich mit Grau aufstempeln. Ich atme aus. Es hat geklappt. So. Das Aquarellmotiv, das setze ich mir ein bisschen höher. Ist das Formtipp auch schon wieder leer? Oh, da muss ich mal ganz schnell Nachschub besorgen. Vielleicht habe ich auch noch einen guten Vorrat da. Das muss ich mal schauen. Aber das ging jetzt flott. Ich hatte das doch erst noch ganz neu. Das sage ich auch manchmal so, dass ihr denkt, ihr habt das doch erst angefangen und schwuppdiwupp ist es schon wieder weg. Aufgebraucht. Das ist halt ein wichtiger Bastelbestandteil. So, also Konfetti und Kuchen hätten wir schon mal. Was wir natürlich auch machen könnten, könnten wir natürlich auch diese tollen Perlen, Halbperlen nehmen. Die glänzen so ein bisschen. Wir könnten aber auch diese zwei hier nehmen. Theoretisch wären die doch auch ganz nett. Oder vielleicht ein Mix aus dem Ganzen. Ich glaube, das hier wirkt stilvoller. Gucken wir mal. Wir legen es uns mal so ein bisschen hin. Aber ich glaube, das finde ich eigentlich ganz nett. Ich habe das Ganze jetzt dekoriert und jetzt kann ich mir die Kärtchen einmal auftragen und aufkleben. Und jetzt füge ich die einfach so ein, dass es eben schön aufliegt. Und dabei hilft mir ja dann mein Rahmen ganz gut. Optimal gepfuscht, würde ich sagen. Und hier habe ich optimal verklebt. So. Wir testen mal nochmal, ob noch alles funktioniert. Funktioniert noch. Puh. Ja, jetzt müssen wir noch die Rückseite machen. Und hier finde ich, ja, ist es immer schwierig. Da müssen wir natürlich jetzt auch verkleben. Das messen wir uns hier auch aus, wie viel das jetzt hier auf der Rückseite ist. Und dann können wir da auch noch mal was drüber kleben. Dann nehme ich jetzt aber ein anderes Papier. So, ihr Lieben, und ich habe natürlich Pünktchen genommen. Erstens, weil das hier total gut harmoniert mit dem Rosa. Ist ja der gleiche Rosaton. Und zum Zweiten finde ich, ja, wenn man was mit Konfetti stempeln möchte, dann müssen da Punkte her. Immer. Und Pünktchen gehen immer. Ich sage euch mal ganz kurz die Maße, die ich jetzt hier zugeschnitten habe. Und zwar ist das jetzt hier einmal
3,2 mal 7,2 und 5,6 mal 7,2. Es ist jetzt, ich hätte 7,3 fast nehmen sollen hier, weil da habe ich mich ein bisschen verschnitten, aber es geht trotzdem ganz gut. Das klebe ich nachher da drauf. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal noch stempeln. Das mache ich jetzt noch mit euch. Und ich stempel mir jetzt auch wieder in Anthrazitgrau einmal das Ganze auf, einmal wieder Luft anhalten, gleiche Prozedur. Man könnte auch eine Stempelhilfe nehmen, aber da war ich jetzt echt ein bisschen zu faul. Ja, und ihr seht es dann auch gleich noch, wie ich den Kranz dann nachher dekoriert habe. Ich habe erst überlegt, ob ich auch das nochmal irgendwie mit meinen Aquarellstiften ausmalen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte ja das Perlenthema nochmal aufgreifen. Und deshalb habe ich jetzt diese Beeren einfach ganz, ganz einfach aufgeklebt. Hier seht ihr noch, wie ich den Kranz stemple übrigens. Ich bin ein bisschen schneller heute mit dem Voiceover als mit der tatsächlichen Handlung, die hier abläuft. Man könnte da jetzt auch wieder die Punkte kolorieren, aber wie gesagt, mit der Deckkraft, da war ich mir nicht so sicher. Deshalb seht ihr es jetzt nochmal dann schon fertig. Ich habe da einfach die Halbperlen nochmal dann aufgeklebt, weil ich dachte, das könnte sich ja dann vom Anfang dann nochmal hier auch auf der Rückseite wiederholen. Und so fügt sich das irgendwie dann auch so zu einer kompletten Karte. Ich klebe mir jetzt da hier nochmal alles dann schön auf. Hier könnt ihr es dann sehen. Mit dem Kranz und ich finde das so echt richtig nett. Wirklich nett eigentlich so. Und es geht einfach schnell und ist ganz einfach dekoriert. Und so geht der Mechanismus nochmal. Und da habe ich eben da nochmal hier ein weißes Papier drauf geklebt, weil ich da ja hier ein paar Anfangsschwierigkeiten hatte. Ich lege mir das einfach nur an und messe da jetzt nicht lange groß nach, sondern ich schneide es mir so zurecht, wie ich es brauche. Und kann das dann einfach überblenden. Das fällt dann auch wirklich überhaupt gar nicht mehr auf. Ihr könntet auch nochmal farbigen Cardstock nehmen, wenn ihr Lust drauf habt. Ich habe jetzt einfach weiß genommen nochmal. Ich glaube, das war sogar das Innenteil, das ich vom Rahmen rausgeschnitten hatte. Bin mir jetzt aber gerade nicht so ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall ein Reststreifen, der ist dann auch gut verwendet. Wenn ihr euch auch unsicher seid und da drauf schreiben wollt, könnt ihr auch erstmal noch warten und das später draufkleben. Ihr Lieben, hier haben wir einmal dieselbe Technik, aber hier einmal mit einem Dreiermechanismus und hier mit einem Zweiermechanismus. Ich finde sie beide irgendwie auf ihre Art und Weise schön, aber das hier ist irgendwie mein Favorit, weil ich mit diesem Material einfach ein bisschen mehr anfangen kann. Das liegt mir einfach irgendwie mehr. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum. Aber es spricht mich einfach mehr an. Außerdem habe ich jetzt hier schon mal meinen Kolorationsversuch einmal verstaut. Es ist ein bisschen schlichter, aber ich mag es ja eher mit hohem Weißanteil. Die ist auch schön, aber ich kann mich einfach mit dem Papier nicht so ganz anfreunden. Ich weiß nicht warum. Ich finde die schön. Ich finde sie allerdings auch ein bisschen unpraktisch, weil man sie eben nicht mit der Post verschicken kann. Und was ich im Nachhinein vielleicht auch noch machen würde, ihr seht es hier, wenn man hier so reinschaut, dann sieht man hier diese Laschen. Und das finde ich ziemlich unschön. Was ihr jetzt eben noch machen könnt, messt euch das Ganze aus und klebt euch da nochmal weißen Cardstock rein, damit das irgendwie so ein bisschen verdeckt ist. Hier haben wir das Problem nicht, weil es ja sowieso schon weiß ist. Und man deshalb das hier so gut wie gar nicht sehen kann. Also das würde ich jetzt hier eben nochmal hier bei dieser Karte noch als Verbesserungsvorschlag anbringen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat mich total entspannt. Vor allem diese Karte hier. Ich finde sie einfach irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Und es macht total viel Spaß, hier diesen Mechanismus zu verwenden. Ja, genau. Die Karte, wie gesagt, mein Favorit, weil man sie eben auch verschicken kann. Und der ist eben, wenn man halt viel verstauen möchte. Ihr Lieben, ich habe fertig. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Christina.